Also ich habe ja so langsam das Gefühl, dass wir aufs Ende zugehen. Wir sind ja auch schon in den Dokumenten Teil 3. Ne? Die sind ja so unterteilt, die Dokumente, wenn wir uns das anschauen hier, die Akten. Und da ist bloß noch die Hälfte zu holen. Also wir sind schon auf dem Weg zum Ende. Das heißt, irgendwann muss ein Endgegner kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich habe keine Munition, das ist halt die Sache. Was? Kein Platz? Ah, ich habe immer noch ein Farbband. Ich dachte, ich hätte alle benutzt. Deshalb. Da war das Problem. So, her mit der Zahlenscheibe. Und jetzt aber los, endlich, Mensch. Jetzt aber los hier. Raus. Knarz. Knarz. So, ich hoffe, hier ist niemand Neues dazugekommen. Und dann können wir uns endlich mal diesem hier widmen. Zack, drauf damit. Und das Gerät funktioniert wieder. Kombination eingeben? Ja. Wir drehen mal nach links. Klick. Zweite Ziffer. Klick. Wir brauchen drei Ziffern. Oh. Da muss ich mir das doch nochmal durchlesen. Ich dachte, wir brauchen zwei. Okay, ach nee, das war noch hier bei Akten 2, oder? Markus Tagebuch 2. So, nochmal schauen. Nein, das war es gar nicht. Siehst du mal. War es doch schon hier? Untersuchungsbericht? Nein, das ist es auch nicht. Akten zum Egelwachstum war das, ne? Ja, hier. So, 4. Vielleicht müssen wir auch einfach die Zahlen so nehmen, wie sie sind. 4. Anzahl verdoppelt. Also ist das doch 8. 2. Hälfte. Das ist eine 1. Aber kam mir nicht nochmal... Moment. Mir war es, als hätte ich mehr gesehen vorhin. 4 verdoppelt. Hier steht noch in einer Stunde. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Da hätten sie es farbig gemacht. 2... Hälfte. Nee, steht auch nichts mehr. Hm. Höchstens. Okay, andere Idee, andere Idee. Vielleicht 4, 8, 2, 1. Könnte das sein, dass wir eben die Zahlen auch noch mit eingeben müssen? Okay, wir probieren es mal. 4. 8. Das war die falsche Richtung. Na egal. 2. 1. Das scheint die falsche Kombination zu sein. Es sind aber 4 Stück. Hm. Anzahl verdoppelt sich. Ach, warte mal. Ist es vielleicht... Nein. Abbrechen. Das wollte ich nicht. Ist es vielleicht 1... 2, 4, 8. Anzahl verdoppelt sich immer. Nee. Okay, ich brauche mal eine ganz kurze Pause. Ich bin gerade so ein bisschen hirntot. Hab einen langen Tag gehabt. Ich muss mal eine ganz kurze Pause machen. Danach sehen wir uns dann wieder. Dann... gehe ich nochmal frischen Mutes ran und versuche mal die Kombination rauszufinden. Also bis gleich. Okay, weiter geht's. Ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken über das gemacht, was da steht. Und ich hätte noch eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber die Sache ist halt, es könnte sein, dass ich das missverstanden habe, das Ganze. Und zwar... haben wir hier stehen erstmal 4, der Anzahl verdoppelt sich. Soweit denke ich mal, wird es 4 und 8 sein. Und dann steht 2 wurden gefressen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht heißt, dass es 2 weniger als 8 sind, dann sozusagen. Und dann wird es halbiert. Wären wir also bei 4, 8, 6 und 3. Könnt ihr mir das noch vorstellen? Dann hätten sie vielleicht auch das wurden gefressen mit markieren sollen und nicht bloß die 2. Das ist ein bisschen missverständlich. Falls es das denn sein sollte, ich habe keine Ahnung. Wir könnten es mal probieren. Halt, 4, habe ich gesagt.
Nein, ach Mensch. Ich bin echt ein bisschen breit im Kopf, habe ich das Gefühl. Also lange mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich würde ganz gern den Abschnitt noch abschließen. Was hatte ich gesagt? 6, ne? 2 weniger, ja. Davon die Hälfte ist 3. Ach, dankeschön. Ach, gut. Ich hätte sonst keine Ideen mehr gehabt. Das war das Einzige, was ich jetzt im Kopf hatte, was hätte sein können. Gut, dann schauen wir mal mit Billy weiter, wo wir denn hier hingelangen. Maybe I could use this. Rebecca here. Ah. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Ja, Rebecca müsste ja bloß wieder durch das Loch klettern, ne? Okay, dann werden wir mal kurz die Spule, die Sicherung wiederholen. Ach, sieh mal an, hier geht's nochmal nach oben. Ja gut, mit Billy können wir das ja sowieso nicht machen. Dann gehen wir mal kurz zurück. Und werden mal kurz die Spule vom Boden aufheben. Habe ich die hier hingelegt? Ne, hier liegt bloß die Magnum-Muni. Wo habe ich die denn hingelegt? Ach, die liegt drüben in der Bibliothek, oder? So verwirrend hier alles. Mensch, dabei ist das bloß so ein kleiner Abschnitt, wenn man sich das überlegt. Ne? Na gut. Schauen wir mal. Ja, hier drüben liegt es doch. Also das ist das Farbband. Hier, genau, da liegt sie. Wunderbar. Und ja, dann vermute ich mal, müssen wir Rebecca zurücklassen oder wie sieht das aus? Ich meine, okay. Dann macht jetzt halt Billy weg und zeigt Rebecca den Stinkefinger von weit weg. Aber wie ihr meint. Ich meine, theoretischerweise müssten sich die Wege von Rebecca und Billy ja sowieso trennen irgendwann. Denn Rebecca hat noch ein anderes Abenteuer als Sidekick zu bestreiten. Sie macht noch in Resident Evil 1 weiter. Während Billy dort keine Rolle spielt. Von daher muss er irgendwie entweder woanders landen oder sterben. Das kann auch sein. So, was haben wir denn da? Da ist ein Hebel. Umlegen? Ja, da wird nicht viel passieren. Oh! Es passiert doch schon was. Ich dachte, wir müssen erst irgendwo die Sicherung einsetzen. Na gut. Okay. Oh, warte, hier drüben liegt was. Da schauen wir mal kurz vorbei. Was ist das denn? Da ist ja noch eine Sicherung. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt auch eine Elektroinstallateur spielen hier, oder was? Wir schmeißen mal kurz das weg. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier nicht gerade ein großer Gegner kommen wird, wenn wir hier an der Seilbahn rumspielen. Das wäre ziemlich gemein. Ich meine, hier ist ja auch kein Platz weiter. Wobei hier vorne schon ein bisschen. So, wo war denn das jetzt? Muss ich erst mal schauen. Hier ist doch gerade irgendwo... Ach, da drüben. Ach, die ist hier drüben mit die Leiter. Ach, hier sind... Oh, ich bin echt fertig im Kopf, glaube ich. Ich habe gerade das Geländer nicht gesehen. So, hier ist die Leiter. Ja, ab nach oben. Jo. Dann hier rüber. Eine neue Schreibmaschine. Yay, ich freue mich so. Ach, sieh mal an. Sieh mal an, wo wir hinkommen. Rebecca, wir können regroupen. Stell dir vor. Ist das nicht schön? So ein glücklicher Zufall, dass wir das gerade so abpassen können hier. Dass die Wege sich auf diese Art und Weise jetzt plötzlich doch wieder verbinden. Ach, herrlich. Und dann macht das auch Sinn, dass da unten noch ein Loch in der Decke ist, durch das wir mit dem Greifhaken wieder können. Hi! Na? Ah, da kommen wir wahrscheinlich dort in diese Kammer rein. Kann das sein? Denn die ist ja zu. Die ist ja verschlossen. Follow me! Ja. Ich bin die Chefin, folge mir! Okay, sie hat Platz. Sie kann das grüne
Kraut nehmen? Hatten wir nicht irgendwo ein rotes? Ja, aber... Ach, shit. Ah, ja, ich weiß wo. Da müssten wir nochmal rausgehen. Da habe ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock zu. Okay, wie machen wir das? Nee, lass ich jetzt erstmal. Bin ich jetzt gerade irgendwie zu unlustig zu, das zu holen. Gut, wir müssen mal kurz tauschen. So, shit, ich brauche doch den Greifhaken, ich Horst. Also muss ich doch nochmal hoch, ja, denn der liegt oben. Glücklicherweise aber schon in dem Raum hier. So, wo habe ich den denn hier hingelegt? Ah, hiervon. Gut, nehmen wir den mal an uns und ich nehme mal an, wir brauchen die beiden Sicherungen. Achso, Billy hat auch keinen Platz mehr, oder? Nee, hat er nicht. Okay, dann müssen wir Einzelgegenstände austauschen, also kleine. So. Dann machen wir das eben so. Gut, Billy kann von mir aus eigentlich... You stay here. Stehen bleiben. Okay. Der hat ja eh nichts zu melden hier. Ich frage mich, ob wir die Schwefelsäure nochmal irgendwie herstellen müssen. Das war rot und blau und wir haben noch rot und blau rumstehen und irgendwie wurde es bisher noch gar nicht benötigt. So, wo ist denn das hier? Hier in der Ecke? Ja. Dann wollen wir das Ding nochmal benutzen. Wunderschön. Ich hoffe mal, hier ist niemand. Niemand Garstiges zumindest. Nein, hier ist niemand. Kann ich die Munition denn einstecken? Nein, kann ich nicht, aber wir kriegen ja gleich Platz, wenn wir hier die Dinger reinschmeißen. So, wie sieht's denn aus? Dieses Gerät regelt Stromein- und Ausgabe. Hiermit setzen Sie die Seilbahn in Bewegung. Okay. Müssen hier auch die Teile rein oder muss das... Nee, hier drüben wahrscheinlich, ne? Wobei, nee, das sieht schon sehr alt und sehr kaputt aus hier. Wir probieren einfach mal, würde ich sagen. Nein, das geht nicht. Auch das nicht. Dann probieren wir es mal hier drüben. Achso, erstmal die Tür vielleicht aufmachen. Ja, die Tür wurde aufgeschlossen. Nein, ich will nicht durchgehen. Ich will bloß aufschließen. Ach, Mensch. Aber dann kann ich auch schon mal wieder Platz machen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Vorerst. Weiß nicht, ob er dann später nochmal gebraucht werden könnte. This way. Ja. So, hier drüben wollte ich schauen. Hier ist nix. Es ist zu hoch zum Herunterspringen. Du sollst ja auch nicht springen, du doofe Kuh. Okay, hier ist das Gerät. An dem sollte ich es vielleicht nochmal probieren. Ah! Nummer 1. Und Nummer 2. Wunderbar. Es werde Licht. Okay, dann haben wir jetzt auch wieder genug Platz, um hier drüben... Achso, das ist... Das sind die Geräte hier, ich dachte gerade schon. Um hier drüben die Munition mitzunehmen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen organisieren hier. So, Austausch. Und zwar will Rebecca doch ihre Waffe zurückhaben. Dann müssen wir mal nachladen. Das wäre vielleicht auch nicht ganz übel. Und alles, ja. Also alle drei Schuss, Wahnsinn. Dann kriegt sie auch nochmal den einen Schuss nachgeladen in ihrem Magazin. Gut. Sieht wieder zumindest ein bisschen besser aus als vorher. Muss ich jetzt hier noch was steuern oder? Achso, das ist die Schreibmaschine draußen. Ich dachte gerade schon, was blinkert denn da? Die Seilbahn wurde aktiviert. Nö, sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach runter und stürzen uns ins nächste Abenteuer. Oder wir speichern vorher nochmal. Genau, wie wär's denn damit? Ich würde sagen, ich mache hier Schluss
Und die Seilbahn schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann kann ich jetzt nämlich nochmal kurz abseits der Aufnahme das rote Kraut holen und mischen. Und wir sehen uns dann hier frisch, fromm, fröhlich und frei sogar. Und dann werden wir fröhlich mit der Seilbahn fahren. Also dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.